Viele deutsche Dörfer in Transkarpatien. Das Dorf Ključerke ist keine Ausnahme. Dieses Dorf liegt nicht weit von der Stadt Mukačevo und wie alle anderen in dieser Umgebung ist es mit der Deutschen verbunden. Leider es wird hier die schlechte Tendenz der Entwicklung von deutscher Minderheit beobachtet. Der Anzahl von deutschen Familien ist groß, aber die deutsche Kultur entwickelt sich kaum. Es gibt einige, die einfache ethnische Deutschen sind, aber Deutsch leider nicht sprechen. Die meisten schon nach Deutschland umgezogen. Unser Gläubiger, Herr Josef Fechtel, war der echte Deutsche. Er hat nicht nur Schwäbisch gesprochen, sondern auch alle deutschen Traditionen gepflegt hat. Leider hat er vor kurzem gestorben und mit ihm starb das ganze deutsche Kultur in Ključerke. Aber trotz alles hat es sich hier etwas von den Deutschen bewahrt. Und das die römisch-katholische Kirche, die in dem echten Jugendstil gebaut wurde. Der wichtigste Grund, warum hier solche Kirche entstanden ist, ist der Anzahl von römisch-katholischen Familien im Dorf. Diese Familien haben entweder deutsche oder ungarische Wurzeln. Um die Sprachbarriere zu vermeiden, werden hier die Gottesdienste in der ukrainischen Sprache abgehalten. Deswegen besuchen diese Kirche nicht nur Römokatholiker, sondern auch die Angehörigen der anderen Konfessionen. Auf der Bitte von Maria Fechtel, die unsere Gläubigerin ist, wurde am 7. April 1996 die erste Messe neben der orthodoxen Kirche stattgefunden. Das war Ostersonntag. Dann schon auf der Bitte von den römisch-katholischen Gläubigern, die Nachkommen der Deutschen sind, bei uns nennt man sie Schwaben, hat die Technische Betriebsschule ihre Räume verpachtet. Pater Peter Żarkowski hat hier den ersten Gottesdienst abgehalten. Später hat Leiter der Technischen Betriebsschule diese Räume unserer Gemeinde übergegeben. Ab 1997 bis 2000 wurde die Kirche, oder anders gesagt diese Gebäude, renoviert und in eine Kirche umgebaut. Es wurde noch die Turm und eine große Glocke fertig gebaut. Der Titel dieser Kirche ist exklusiv. Die Gemeinde des Guten Hirten nennt man sie. Eine ähnliche Gemeinde gibt es in Transkarpatien nicht mehr. Warum hat unsere Gemeinde genau solchen Namen erhalten, weiß nur einziger Gott. Unsere Kirche hat der Bischof Antal Meinek eingeweiht. Bevor unserer Gemeinde den Titel geben, hat er viel gebetet und viel darüber nachgedacht, weil es sehr viele Gemeinden gibt, die dieselben Namen haben. Der feste Grund für das Christentum ist ein guter Hirt und seine gute Herde. Er soll die Herde auf dem guten Weg führen. Deswegen sind wir herzlich dankbar für so einen aufrichtigen Namen, den Namen die Gemeinde des guten Hirten. Das ist eine sehr aktive Gemeinde, wie auch im geistlichen Sinn, so auch was verschiedene kirchliche Veranstaltungen betrifft. Es ist eine wahre Freude, dass diese Kirche nicht nur die Erwachsenen oder schon die Menschen im Alter besuchen. Die Kirche ist voll von Jugendlichen, die wie eine Familie sind. Die Kinder und Jugendlichen nehmen an verschiedenen christlichen Maßnahmen teil. Sie bereiten sich dann tüchtig und was bewundert, dass alles, was sie machen, machen sie zusammen. Diese Gemeinde ist für mich wie ein Kind, ein Schatz von Himmel. Allein der Heilige Gott nennt seine Herde den guten Schafen. So auch ich habe ähnlichen guten Schafen. Auf dem Platz, wo jetzt die Kirche steht, war früher ein Kindergarten. Unser Heiliger Vater hat schon sich darum gekümmert, dass alle, die hierher kommen, gehorsam zu sein lernen. Der einzige Weg zur Seelenheil ist, dem Hirten zu folgen, denn er die echte Weide kennt.
Auch die Jugendlichen sind in dieser Gemeinde das Wesentliche. Die kennen schon, was Gott von sie möchte. З кожним роком починають краще розуміти, що Бог від них хоче. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Der letzte Meister der weltberühmten Fünfkirchener Orgelbauerfamilie Angster, Josef Angster, ist in diesem Jahr im Alter von 94 Jahren gestorben. Sein Großvater ließ sich in Fünfkirchen nieder und gründete die Orgelfabrik. Über diese Familientradition, über gute und schlechte Zeiten für den Orgelbau in Ungarn, sprach ich mit Josef Angster in seinem Fünfkirchener Zuhause im Jahre 2007. Das Wiener Industrielle Weltblatt publiziert am 4. Januar 1887 auf der Titelseite das Porträt von Josef Angster und würdigt in einem umfangreichen Artikel die Laufbahn des Fünfkirchner Orgelbaumeisters. Angster war der bedeutendste in diesem Beruf in ganz Ungarn und in der Monarchie. Einer von seinen Enkeln, der auch diesen Namen trägt und den gleichen Beruf erlernt hat, hat viel dafür getan, dass der Name und das Lebenswerk des Großvaters die ihnen gebührende Anerkennung erhalten und den politischen Winden widerstehen. Der 90 Jahre alte Diplom-Ingenieur und Orgelbaumeister Josef Angster wurde für die Bewahrung und Pflege des großväterlichen Erbes mehrfach anerkannt, zum Beispiel mit dem Tückepreis seiner Heimatstadt Fünfkirchen oder vor nicht langer Zeit mit dem Preis der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Die Kolonistenfamilie Angster stammte ursprünglich aus Niederösterreich. Der Zweig, der sich in der südungarischen Branau niederließ, war in der Landwirtschaft tätig. Der Sohn Josef Angster kam im Donau-Trauwinkel im Dorf Kaczfeld, Kaczfalu, im heutigen kroatischen Jagodnjak im Jahre 1834 auf die Welt. Kaczfeld, Kaczfalu war damals ein kleines, von Kroaten und von deutschen Kolonisten bewohntes Dorf. In der Familie Angster hat jeder Sohn neben dem Ackerbau auch ein Handwerk erlernt. Der Vater von Josef war zum Beispiel Zimmermann. Die Angsters waren aber auch musikalisch begabt. Zu Familienfesten haben sie oft gemeinsam musiziert. Josef Angster ging mit 16 Jahren in die Lehre zum Tischlermeister Josef Heim nach Essig. In der besten Tischlerwerkstatt der Stadt hat er den Beruf erlernt. In Essig. Dort hat er 3 Jahre lang Tischler gelernt. Gelernt und dann war ganz interessant. Er hat die Wanderei angefangen. Damals geht das ohne das nicht. Das kann man selbstständig nicht sein. 2 Jahre verbrachte Angster in der Umgebung von Temeschwar. Und dann ging er nach Wien. Es waren so solche ältere Brüder oder Verwandte, die schon viele Nachrichten gebracht haben. Und diese Nachrichten waren sehr interessant für meinen Großvater. Von den 5 Jahren, die er in Wien verbracht hat, führte ihn der Zufall in den letzten 2 in eine Orgelwerkstatt zum Orgelbaumeister Dietz. Dort hat er es erkannt, dass er den Beruf gefunden hat, zu dem er wirklich berufen ist.
1861 verließ er Wien mit dem festen Vorhaben, sich die Orgelbaukunst auf höchstem Niveau anzueignen. Sein Weg führte zu dem weltbesten Meister nach Paris, in die Werkstatt Cavaillé-Coll. Das war ein weltberühmter Orgelbauer. Und dabei war er 3 Jahre lang. Er war der Pariser Meister. Bei dem hat er gelernt. Ja. Er wollte meinen Großvater also zurückhalten. Aristide Cavaillé-Coll hat im Orgelbau sowohl in der Technik als auch im Klang Schule geschaffen. Josef Angster verließ 1866 mit der besten und modernsten Ausbildung der Zeit die Pariser Werkstatt. Ein Zufall führte ihn in die Stadt Fünfkirchen. In seinem Heimatdorf Kaczwalu, wohin er aus Paris zurückkehrte, lebte der jüdische Händler Weiß. Er saß vor dem Geschäft und hat mir Großvater gesagt, also bitte, haben Sie von der Synagoge gehört? Also ja, dort will man auch ein Orgel bauen. Und Sie müssen es erhalten, weil solche Menschen gibt es in der Umgebung nicht mehr. So hat also Angster über die neue Synagoge in Fünfkirchen erfahren. 1867 kam er nach Beetsch und arbeitete 2 Jahre lang an seinem ersten Auftrag. Die Orgel der jüdischen Kirche brachte für ihn großen Erfolg, Anerkennung und machte ihn weit bekannt. Josef Angster blieb für immer in Fünfkirchen. In der Innenstadt baute er seine Werkstatt auf, die bald eine bekannte Fabrik wurde und einen Eingang in der Maria sowie einen in der Josefstraße hatte. Auch seine Familie, seine aus Haschat stammende Frau Theresia Rapp und die 6 Kinder lebten hier. Die Angster Orgelfabrik erlebte eine 85 Jahre lang dauernde Blütezeit unter der Leitung von 3 Generationen der Familie. Um die Jahrhundertwende schlossen sich die 2 Söhne Emil und Oskar der Arbeit an und übernahmen die Leitung vom Vater Josef Angster. Die Fabrik hatte etwa 30 Arbeiter, diese Zahl ist aber in den folgenden Jahren auf 100 gestiegen. Das war der erste 10 Jahre von Beetsch. Von Beetsch aus. Ja. Dort hat er Orgeln gebaut. Ja, dann der zweite Kreis. Und ähnlich im ganzen Land, das ganze Land. Én 1940-ben léptem be a gyárba, a műegyetem elvégzése után, és miután apám, Angster Emil már 1939-ben meghalt, nagybátyám Oszkár pedig 41-ben, a vezetés kettőnkre hárult, fiatalon 21-néhány évesen. Somit übernahm die Stafete die 3. Generation. Josef Angster leitete die Fabrik mit seinem Cousin Imre Angster, mit dem Sohn von Oskar, weiter. Beide waren Orgelbaumeister. Nagybátyám halála után a műhelyrajzok készítése feladatommá vált. Édesapám halála után pedig, aki 2 évvel követte nagybátyámat, ketten vettük át az üzem irányítását.
Ekkor lett 75 éves nyárunk. Nagy ünnepségek voltak ezzel kapcsolatban, nagy sajtóvízhanggal, országos érdeklődéssel. A legszebb hangú pécsi orgonákon híres orgonaművészek tartottak szép hangversenyeket. Már háborús évek voltak ezek, sok szakemberünket hívták be katonának, de az ott lévőkkel még azért dolgozottunk tovább, felszabadulásunkig. Egy szovjet híradós alakulat vette igénybe az épületeket, megszűnt egyelőre a munka nálunk, de talán ennek köszönhető, hogy nagyobb osztogatás, rombolás nem történt a gyár területén, mert szigorúan őrizték az épületet és a udvarokat. Die Fabrik wurde 1949 verstaatlicht, die Arbeit, was die Orgelherstellung betrifft, stillgelegt. Die neue sozialistische Fabrik hatte ein anderes Profil. Die Orgel wurde zum klerikalen Instrument erklärt und war nicht erwünscht. Die frühere Ausstattung der Fabrik ging zugrunde. Nur die Dokumente hat die Familie und das Archiv aufgehoben. Josef und Imre Angster wurden angeklagt, sie hätten bei der Verstaatlichung etliches versteckt und wurden zu einem Jahr Gefängnisstrafe verurteilt. Josef Angster bekam später in der Ziegelindustrie Arbeit und ging als Chefingenieur in die Rente. Im Herzen ist er bis heute Orgelbauer geblieben und bewahrt in seinem Zuhause das Tagebuch des besten Orgelbauers im Karpatenbecken, des Großvaters Josef Angster. Der Autor Josef Angster schreibt einführend: Als Ungar bin ich ein Kind, als Schriftsteller ein ungeschulter Alter. In meiner Familie ging anfangs alles auf Deutsch. Erst als die Kinder in die Schule kamen, verdrängten sie die deutsche Sprache. Uns Alte sozusagen übertrumpfend, wir kamen zu keinem Deutsch mehr. Von dann an war in unserem Familienkreise das Ungarische die vorherrschende Sprache. Und so getraute ich mich nach 20 Jahren, 1906, an die Übersetzungsarbeit. A gyerekei kedvére, mert a gyerekei kiszorították a német nyelvet a házból. Mert hát ugye ők az iskolában magyarul beszéltek, és akkor kérték a papát, hogy fordítsa le neki magyarra. Hát lefordítottam magyarra, és rengeteget vesződött vele. Hát most akkor meg volt egyszer egy direkt német. Egy német, akkor annak letisztázása szebb németre, akkor onnan lefordítottam magyarra, rengeteget vesződött vele, ez a gyerekei kedvéért megcsinálta. És akkor jöttek ezek a zavaros idők, ellopták valahova, valahogyan ezt a dolgot, és elveszett az eredeti magyar német. Im Jahre 2004 erschien dann dieses ausführliche Tagebuch auch in Deutsch in der Übersetzung von Franz Metz. 1300 Orgeln haben die Angst der Werkstatt in Fünfkirchen verlassen. Durch die neuen Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg erklingen diese Instrumente heute in Ungarn, Rumänien, der Ukraine, in Polen, der Slowakei, in Slowenien, Kroatien, Serbien und Montenegro, wie auch in Österreich und machen den Namen der Orgelbauwerkstatt Josef Angster und Söhne unvergesslich.